Hallo und willkommen zur Folge 3 unseres kleinen Populous The Beginning Let's Plays. Und wir gucken uns jetzt einfach mal dieses Level an. So, hier haben wir wieder einen ganzen Haufen Einheiten. Und dieses Mal wird es eher wüstig. Ah ja, wir haben hier so einen Totempfahl, den müssen wir anbeten. Dann haben wir hier... Ah, die Priester. Den Priester-Ausbildungsstelle. Priester können gegnerische Einheiten bekehren. Das bedeutet, dass dieser gelbe Stamm auch schon darüber Bescheid weiß und wir sollten uns dann lieber beeilen. Vor allem, dass wir schnell da oben irgendwie einen Turm einnehmen. Ich brauche mal, wie viel brauche ich dafür? Ein, prima. Den können wir dann von hinten schnell ins Lager vordringen und uns das Wissen aus der Gruft holen. Übrigens, diese grauen Viecher hier, das sind wilde Einwohner, die können wir dann später in höheren Leveln auch bekehren. Damit man am Anfang schon eine große Ladung Dorfbewohner hat. Nicht immer warten muss, bis die produziert sind. So, damit haben die erstmal zu tun. Oder können wir sie noch weiter zu tun geben? Wir müssen auf jeden Fall einen Platz lassen. Das machen wir hier. So, hier können wir auch noch einen hinstellen. Und hier unten auch noch einen. Und dann haben sie erstmal zu tun. Unseren Weg zur Gruft. Das holen wir uns auch sofort, dass wir wissen, was da drin ist. Und die haben jetzt hier schon ihre Priesterhütte ausgebildet und bauen ihre ersten Priester. Ich hoffe, dass wir auch so schnell sind und hier vorne einen Priester hinsetzen können. Und eigentlich will ich auch gerne Türme bauen. Ganz offen und ehrlich. So. Die betet toll und schön und brav. Unsere Dorfbewohner sind alle fleißig beschäftigt, Hütten zu bauen, sich zu vermehren. Na, vermehren gerade nicht. Wir sind nämlich mit den zwei Hütten mit 12 Bewohnern ausgerüstet. So, dann warten wir doch mal halbfertig. Ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Ich würde es ja empfehlen, wenn... Na gut, man kann es ja gratis downloaden. Aber ich sag, man ist ja nicht dasselbe, wie wenn man jetzt im Laden geht und sich das Spiel kauft. Damals hatte ich eine Demo, ich glaube bei SimCity 2000 war das. Da hatte ich eine Demo von dem Spiel dabei und deshalb habe ich das halt kennengelernt und mir dann kurz darauf auch gekauft. Kai. Kai. Original-CD habe ich noch stehen, das ist... Ah, jetzt haben wir den Tempel gelernt, jetzt holen wir die alte mal zurück. Wir wollen ja dem Gegner nicht unbedingt mehr Erfahrungsboni schenken, als er... Oder mehr Mana-Boni schenken, als er brauchen kann. Hier machen wir erstmal, nein, ihr geht erstmal hier zur Ausbildung und da sieht man schon den Priester, das sind so Hüte tragende, quasselnde Figuren da. Können quasi nur von Priestern momentan angegriffen werden und von der Schamanin natürlich. Alles andere würde sofort bekehrt werden und das ist natürlich doof. So, hier, hier stellen wir mal ein Feuer hin. Wieder. Schicken wir die dann alle hin. Ist die Schamanin inzwischen hier? Ich sehe sie nicht. Nein, die steht immer noch da oben. Kai. Kai. So, dann bilden wir einen Krieger aus. Sind hier fleißig hier dabei. Gleich haben wir auch hier alle unsere Zauber aufgeladen. Dorfbewohner wir haben und desto mehr sie arbeiten, desto schneller kriege ich hier auch Mana zusammen. Wenn ich Einheiten ausbilde, wird mir Mana abgezogen. Das verbraucht dann auch wieder Mana hier aus der Leiste. Aber momentan sollten wir uns dann ja nicht so viel Gedanken machen, welchen Zauber wir aufladen und so. Momentan lassen wir noch alles an. Würde uns keine wirklichen Vorteile bringen, wenn wir jetzt hier irgendwas ausschalten, zumal momentan eh nur ein Zauber aufgeladen wird. Das sind so drei, vier. Gucken wir mal vier Priester. Und die übrigen hier, wir können das hier bauen. So, Gebäude sind jetzt alle gebaut. Und hier? Gehen wir gleich hier in Position und eigentlich
haben die, glaube ich, nur einen Priester. Das Schlimme ist, Priester in Türmen, die bekehren dann von da oben aus und das ist nicht gerade toll. Konnaja? Konnaja? Schön, wenn der Priester hinsetzen hier, damit keine Lücke entsteht. Und hier? Sie müssen ja quasi nur die gegnerischen Einheiten abfangen, um die Krieger, um die gegnerischen Priester kümmern sich die alle hier schon. Übrigens, die Grauen, die sterben nach einer Zeit. Man sieht, jetzt sind da schon wesentlich weniger hier am Umlaufen. Das ist einfach, damit im späteren Verlauf des Spiels dann dieser Bonus an Einheiten nicht auch noch vorkommt. Ist also mehr so ein Ausgleichsmittel, das da helfen. Haben wir irgendwelche, hier sind wir unsere Statistik, hier sehen wir langweilige Dorfbewohner, also Dorfbewohner, die gerade nichts machen. Die können hier mal diese Hütte bauen. Und eigentlich sollten alle hier was zu tun haben. Wenn es nur in Häusern sitzen ist und mir Mana besorgen. So, wir nehmen jetzt mal zwei unserer Priester, unsere vier Krieger mit. Stellen die mal hier in Position. Der Typ da, der wird jetzt einfach mal mit dem Feuerball weggeklatscht. Die Priester halten nicht viel aus, aber etwas mehr als Dorfbewohner ist es schon. Gehen wir mal hier rein und gucken, dass wir die Alte loswerden. Das ist jetzt ganz wichtig, die Alte loswerden. Die unterbricht uns alle unsere Priester. Aber die ist etwas inaktiv. Und hier? Die Alte steht ja immer noch da rum. Am besten ist es immer dann so ein Priester vor der gegnerischen Priesterausbildung zu schicken. Okay, das war jetzt doof von mir. Da schicken wir mal den Sektenschaden, damit er stirbt. Oh, dort stirbt mein Priester auch. Oh, jetzt ist die Alte tot, gibt natürlich jetzt einen Problembonus. Man sieht, das Häuschen fällt langsam schon. Und hier unten kriegen wir neue Einheiten, die helfen, die Häuser auseinanderzunehmen. Und ihr könntet eigentlich schon mal das hier auseinandernehmen. Und ihr könnt mal ausgehen. Lesen. So, und dann kommt auch gleich das vierte Level.